Habt viel Spaß mit der ersten Keynote des Tages mit einem Agile Rockstar, Sigi Kaltenegger. Keine Ahnung, was er richtig vorhat, aber es wird definitiv agil werden. Es geht um die Stärke, hoffentlich so stark wie Rocky. Viel Vergnügen. Danke. Ja, wunderbar. Hallo, willkommen von meiner Seite, Sigi Kaltenegger. Jetzt brauche ich nur noch den Zugang, dass ich meinen Screen sharen darf, wenn mir das erlaubt wird, bitte. Dann kannst du nämlich losgehen. Ich erzähle in der Zwischenzeit ein interessantes oder berichte von einem interessanten Hoppala, das ich gerade entdeckt habe, weil Philipp und auch im Programm ist es als Agile Mindset Stärken angekündigt. Kolportiert habe ich aber Agile Management Stärken. Man darf natürlich darüber nachdenken, was da der Unterschied ist. Ja, darüber wird berichtet. So, wer bin ich überhaupt und was will ich euch vorführen? Ja, wie gesagt, es geht um Agile Management. Ja, ich hoffe, das sehen jetzt alle und ich springe dann hinein. Das heißt, die Kernfrage bleibt die gleiche, nämlich wie wir unternehmenswert besser zusammenarbeiten können. Ich bin unterwegs als Senior Agile Coach, also Geschäftsführer einer Gesellschaft oder Firma Loop Organisationsberatung. Und das Senior, da habe ich relativ viel Störgeräusche. Vielleicht bitte Ton abmachen. Danke. Sigi, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe alle Teilnehmer gemutet und so bist du leider auch drunter gefallen. Danke. So, geht's jetzt wieder? Wunderbar. So, genau. Das Senior deutet darauf hin, vor dem Agile Coach oder Transformation Expert, dass ich in zarter Weise fortgeschrittenen Lebensalters bin. Der Vorteil von diesem Fortschritt ist, dass man ein bisschen was erlebt hat und auch berichten kann. Und genau das möchte ich heute tun. Ja, nach drei Konzentrationspunkten, das sage ich euch gleich genauer, bevor ich aber loslege, habe ich eine Frage. Und der Markus ist so nett, eine von drei, die ich euch stellen werde im Rahmen der Keynote. Und by the way, die Keynote ist so in etwa auf 20, sagen wir mal 25 Minuten angesetzt, auf das wir dann auch noch Zeit zur Diskussion haben. Und ich lasse mich überraschen, welche Sparring-Partner ich habe. So, Markus shared schon. Ja. Die erste Frage heißt, ich habe mich schon einmal über das Management geärgert. Beispielsweise angesichts der Führungskraft, das Verhalten seiner Führungskraft, den Kopf geschüttelt, das ganze Command und Control Gedöns zum Teufel gewünscht. Gebt uns euer Voting und ihr setzt dann auch noch andere Fragen dazu, in welchen Unternehmensgrößen ihr arbeitet und damit werde ich ein wenig tun, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht ganz klar ist, was heißt jetzt großes, was heißt riesiges Unternehmen, machen wir uns mal einfach, letzteres ist stark im Konzern. Größe, also mehr als 10.000 bis Ende nie quasi fast. Ja, und wir kriegen jetzt so ein erstes Ergebnis. Ich hoffe, wir sehen alle. Ich gebe zu, die erste Frage ist ein bisschen rhetorisch. Wer hat sich noch nicht geärgert? Immerhin 5%, ist ja nicht so schlecht. Ich gehöre zu der überwiegenden Mehrheit von mittlerweile 96. Ja, und ich werde jetzt uns mal kurz, Markus, du servierst dann noch einmal vor allem die zweite Frage, bitte, danke. Und ich werde mal kurz da die Umfrage-Resultate freigeben. Ne? Jetzt werden wir es beenden. So, wie komme ich da raus? Markus, du schmeißt mich wieder drei Fragen weg. Auf einmal. Du hast alle drei Fragen, genau. Und ich werde auf die zweite und die dritte zurückkommen. Die erste ist jetzt mein Einstieg. Ich kenne nämlich auch zu denen, die schon den ein oder anderen Ärger verspürt haben. Und der Philipp hat schon angekündigt, am Anfang des Jahres da einen draufgesetzt oder meinetwegen den Ärger pointiert. Und meinen zweiten agilen Kriminalroman auch dementsprechend genannt, Tote Management. Natürlich eine maßlose Übertreibung gemäß den Gesetzen des Krimi-Genres. Andererseits ist da ein wahrer Kern drinnen und von dem will ich jetzt auch berichten. Und das ist ein bisschen drastischer formuliert, wenn man so die letzten 10, 15 Jahre Revue passieren lässt, was da so kluge Leute nachgedacht und auch geschrieben haben. Dann kann man sich schon dem anschließen, dass immer wieder dieselben Kritikpunkte oder immer wieder dieselbe Todesweihe quasi verbreitet wurde. Und hier ist eine natürlich subjektive gefärbte Zusammenfassung dessen, was da immer wieder ins Treffen geführt wird. Zu viel mechanistisches Denken, also Organisation als Maschine, dementsprechend starre Organisationsstrukturen. Wir sind zu sehr mit Aufbau und zu weniger mit kundenorientierten Abläufen beschäftigt in vielen Organisationen. Hierarchische Befehls- und Kontrollsysteme kennen wir und all diese politischen Dinge rund um Macht- und Positionsfixierung,
All das ja, ist bekannt. Markus, wie kriegt man die Umfrage weg? Kannst du die ausblenden oder kriege ich die weg? Wie auch immer. Ich hoffe, das sehen nicht alle. Wunderbar. Okay, nur ich sehe es noch. Egal. Solange nicht alle meine Folien verdeckt sind, dann ist gut. So, genau. Das ist sozusagen das, was immer wieder kolportiert wird, was man in unterschiedlichen Dingen findet. Man findet aber auch ein neues Lebenselixier, wie ich es nennen möchte. Und da taucht natürlich in meiner naiven Fantasie sofort ein klassisches Bild auf. Der Zaubertrank von Miracolix, der ist natürlich stark agil gefärbt und der gibt uns neue Hoffnung, neues Lebenselixier, neue Kraft, indem wir systemisch denken, kundenorientiertes Organisationsdesign bevorzugen, Entscheidungsautoritäten verteilen in der Organisation, nicht zentralisieren, Management geht in Richtung... Sigi, Verzeihung für die Unterbrechung, was sollten wir sehen? Sollten wir einen Zaubertrank sehen? Ja, ich sollte zu einem Zaubertrank sehen. Das habe ich mir gedacht. Wir sehen die Keynote-Ansicht. Also wir sehen agiles Management stärken. Wir sehen leider nicht einen Präsentationsscreen. Gut. Das schaut schon viel... Wir werden das noch einmal starten. Mhm. Danke für den Hinweis. Weil ich sehe nämlich noch die Umfrageergebnisse. So, jetzt sehen wir jetzt das? Neues Lebenselixier. Genau, Miracolix ist da. Sehr schön. So, sorry für Verzeihung. Die Stolperei. Danke. So ist das, ja. Gerne. Genau, das habe ich schon serviert sozusagen, was wir hier alles an neuen Dingen haben. Und manchmal erinnert mich das so, das Super-Elixier quasi an so ein Breitbandtonikum. Ne? Also agil ist für alle und alles gut. Ich denke, das geht ein bisschen zu weit. Wir lassen das aber trotzdem mal zur Seite. Weil erst einmal möchte ich einsteigen mit dem, dass es tatsächlich sehr viele agile Pionierunternehmen gibt, die haben wir vor ein paar Jahren noch genauer angeschaut, unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Kontexte, Größen und so weiter, wo man viel lernen kann, wie Agilität funktionieren kann auf einer Unternehmensebene. Also nicht nur einzelne Teams, sondern eben viele unterschiedliche Dinge. Nur zwischendurch gefragt, ihr seht jetzt diese Logosammlung, ja? Ganz, ganz normal. Alles gut. Okay, so. Wenn man das jetzt sozusagen mal beiseite lässt, was jetzt die Ähnlichkeiten an Prinzipien und Praktiken sind, sondern nur mal anschaut, wie passt denn das zu Organisationsgrößen, ja, und damit auch Komplexitäten, dann fällt auf, dass die meisten dieser Pioniere, und das kann natürlich jetzt an mir liegen, weil ich halt da mehr geschaut habe, ja, ich behaupte aber, ich habe die These, dass das nicht der Fall ist, aber die meisten sind eher Klein- und Mittelunternehmen, so mal Pi mal Daumen, alle Sigi Kaltenegger bis 500 Mitarbeiter, während ja, wenn es so mittelgroße, also in Anführungszeichen mittel, wenn man das anschaut, da wird schon dünner und bei ganz großen, also eher so in Richtung Konzerngeschichten, also was ich riesige Unternehmen nenne, da wird es ganz dünn. Ja, wenn man so schaut, jetzt Fokus auf unternehmensweite Agilität. Ja. Und da können wir nochmal die Umfrage hernehmen. Ja. Vielleicht, Markus, wenn du die nochmal einblendest kurz, ja, die zweite Frage. Wie sich das jetzt vom Publikum her aufteilt. Also wir haben KMU ziemlich die Hälfte, große Unternehmen nochmal fast 40% und immerhin in Konzernstrukturen auch über 20%. Und das Gute ist, dass meine Hypothese gestimmt hat, dass wir eben nicht nur KMUs oder mittelgroße haben, sondern auch große. Weil das Entscheidende jetzt nach dieser Frage ist, wie können wir agiles Management in eben auch in großen Unternehmen, also überhaupt, aber auch in großen Unternehmen stärken. Und da habe ich drei Ansatzpunkte und das ist sozusagen, sind die Konzentrationspunkte, die ich gleich servieren möchte. Das eine ist wirklich dieses Thema Business-Agilität und nicht agile Teams zu befördern. Wie geht das? Damit Hand in Hand geht, wenn ich das befördern möchte, welche Art des Changes habe ich da im Sinne? Wie gestalte ich den Verbesserungsprozess? Und da sage ich, es geht um agile Verbesserungskultur versus oder statt Veränderungsmüdigkeit, die wir sicher alle kennen. Und dritter Punkt auch, greift auch in die anderen beiden. Und ich denke, dass es wichtig ist, alle drei zu sehen. Deswegen serviere ich es dann auch, ist Sparring statt Bashing, kurz gesagt. Alles werde ich noch genau ausführen. Das mal so zum Programm. Was meine ich jetzt mit Business Agilität? Da kommt man dann nochmal der Asterix in den Sinn, weil in vielen großen Unternehmen habe ich den Eindruck, dass Agilität und Unternehmen sich ungefähr so verhalten wie oder, das gallische Dorf und das römische Reich.
Ja, und wir haben dann halt im gallischen Dorf unterschiedliche Kräfte sozusagen, die mit unterschiedlichen Methoden arbeiten, aber es ist halt Ausnahme versus Regel sozusagen. Und man versucht ein bisschen, oder ist zumindest ein Ansatz, den ich immer wieder beobachte, dass das gallische Dorf das Römische Reich erobert. Ja. Und wer glaubt, das ist jetzt nur so eine cartooneske Spinnerei von mir, der möge sich mal den Eingangsbereich eines deutschen Versicherungskonzerns anschauen. Und das Pars pro Toto, dass ich immer wieder das Gefühl habe, das ist sozusagen so eine Sonder, gerade bei Konzernen, das ist so eine Sonderveranstaltung, ein Modul, das man irgendwo hinschraubt, eher kellernah, versus wir machen sonst, in dem Fall unser IT-Geschäft oder was auch immer für ein Business, das davon relativ unbeeindruckt ist, noch, sage ich. Ja. Weil es gibt Gegenkräfte, ja, apropos Lebenselixier, und davon will ich euch jetzt genaueres berichten. Weil wenn man so strukturell in Organisationen schaut, dann könnte man auch sagen, okay, wir haben halt nun mal agile Teams, die arbeiten mit Scrum, so wie das Team Grün. Ja. Die arbeiten halt ihre Epics ab, machen saubere Stories, validieren das, sind in Scrum-Flow. Wir haben aber auch Kanban-Teams, die einfach Work in Process bearbeiten, ebenfalls natürlich Größeres in Kleineres zerlegen und auch mehr oder weniger überprüfen, was dabei rumkommt. Aber wir haben in den allermeisten Konzernen, die es so gibt, haben wir auch klassischen Wasserfall. Ja? Und die Hauptherausforderung jetzt, wenn wir sagen, wir wollen ja unseren Kunden und Kundinnen gut und verlässlich liefern, ist, dass diese drei Teams, ja, beziehungsweise alle Teams, die es so gibt, nicht von unabhängig, das sind keine gallischen Dörfer, die unabhängig voneinander, oder gar Insel der Seligen, die unabhängig voneinander arbeiten, sondern die haben wir schon mal gehört, Abhängigkeiten und haben den Bedarf, sich in irgendeiner Form sinnvoll zu koordinieren. Ja, was heißt das? Naja, die Teams arbeiten gemeinsam an größeren Paketen. Darin stecken die Abhängigkeiten, da tauchen auch Probleme auf. Und die sind nur gemeinsam zu bewältigen, wenn wir uns frühzeitig und auch regelmäßig abstimmen. Das meint Koordination. Ja? Und da habe ich natürlich dann auch einerseits die Prüfung, sozusagen, was kommt denn bei rum von den größeren Wertversprechen. Und ich habe in allen Organisationen oder in den allermeisten, habe ich, ob ich es jetzt Epics nenne oder nicht, aber ich habe nochmal größere Arbeitspakete, ja, sowas wie strategische Initiativen. Und die kann ich wiederum, und einige ahnen schon, wo ich da herauskomme, auf einer Priorisierungsebene verorten. Ja, ob ich das jetzt sozusagen mit OKR verbinde oder nicht, das wird sicher im Rahmen der Konferenz, scheint ja Everybody's Darling zu sein, noch Thema sein. Also ob ich das verbinde oder nicht, ist egal. Hier findet sozusagen unternehmensweit Priorisierung statt. Sehr einfach gesprochen und vor allem viele kennen das wahrscheinlich, apropos vor 2 Jahren war er auch da, keine Ahnung, wer auch dabei war oder sich schon auseinandergesetzt hat. Große Empfehlung, mein lieber Freund und Kumpane, Businesspartner Klaus Leopold, der hat dieses Modell der Flight Levels, ein Denk- und Gestaltungsmodell ins Leben gerufen. Ja, für alle, die das nicht so gut kennen, ein paar Beispiele, weil das ist natürlich jetzt relativ abstrakt. Wie schaut das in echt aus? Ja, auf Teamebene, also Level 1, können wir sagen, der Riesennutzen. Und auch wir sehen mehr, weil es visuelles Arbeitsmanagement ist, aber wir fokussieren unseren Workflow. Das ist meistens nicht so aufgeräumt, wenn man beginnt, das zu visualisieren und zu fokussieren. Aber wir arbeiten dorthin. WIP-Limits sind das Zauberwort. Und wir schauen sozusagen, was ist das Wichtigste, was wir nicht nur starten, sondern vor allem fertig machen wollen. Wie schaut es jetzt aus auf einer Koordinationsebene? Wie darf man sich das vorstellen? Beispiel aus Hamburg mit 8 Teams, ja, über 100 Leute, die da, deren Arbeit hier repräsentiert ist, natürlich nicht auf Task- oder Story-Ebene, sondern wie man zuerst sagt, von Epics. Ja, die Teams haben Delegierte, die sich hier regelmäßig, also stehen nicht 100 Leute vom Board, sondern Delegierte, die sich regelmäßig nach einem Rotationsprinzip abstimmen und so Abhängigkeiten frühzeitig adressieren und Probleme, die auftauchen, einfach sehr schnell wahrnehmen. Ja, apropos Agilität, schnelle Reaktionszeit, um Flusseffizienz hochzuhalten. Es geht immer darum, dass wir Wertschöpfung optimieren für unsere Kundinnen und Kunden. Ja. Ebene 3 darf man sich so vorstellen, dass es tatsächlich eine Gesamtsicht, ja, und nochmal Flugebene 3 ist nicht dreimal so gut wie Flugebene 1, sondern heißt, wir sind auf einer anderen Betrachtungsebene. Hier sehen wir zum Beispiel Ende zu Ende, also von der ersten Business-Idee bis zur Validierung, also bis zum
zur Überprüfung des Impacts. Wie ist der konkrete Nutzen, den, also wie nutzen Kundinnen und Kunden, in dem Fall ist das AutoScout, einer der Pioniere von Flight Levels, wie nutzen die das? Ja? Und diese gemeinsame Sicht aufs Portfolio ist sehr hilfreich, wenn es auch darum geht, dass man produktübergreifende Abhängigkeiten koordiniert, beziehungsweise natürlich auch den Fortschritt monitort. Ja, jetzt wird es ja sagen, eins habe ich noch, genau, eins meiner Lieblingsbeispiele, nämlich übergreifend. Das ist jetzt quasi nichts Neues, sondern steckt zusammen. Ja. Die Ebenen sind ja nicht sauber getrennt, sondern es ist quasi wie ein Fluss von 3 Richtung 1 und umgekehrt. Und da seht ihr ein Beispiel, darf man auch nennen, Rewe Digital in Köln. Ja, damals noch das physische Board, das ihr seht. 4 Jahre Arbeit, um das zu entwickeln. Und hier geht es darum, dass Fachbereiche und IT jetzt eine gemeinsame Betrachtungsweise der Wertschöpfung haben. Also ebenenübergreifend. Ja, und das ist ja eigentlich die Pointe. Nicht, dass man wieder alles voneinander trennt, sondern integriert, koordiniert. Ja. Jetzt wird sie vielleicht sagen, ja, hast du noch nicht mitbekommen, dass wir im Online-Zeitalter angekommen sind und das Ganze mit dem Physischen und Präsenz und so eher mau funktioniert. Ja, es gibt gute elektronische Lösungen. Mittlerweile nur ein Bild von einem Kunden aus Heidelberg. Erstmal als Skizze, wie darf man sich das vorstellen? Ihr habt elektronisch dann die Möglichkeit, oder wir haben die Möglichkeit, sowohl die strategischen Programme, wie die das nennen, also die großen Teile, als auch die dazugehörigen Initiativen, als auch die Epics und deren Fortschritt, als auch die User Stories uns quasi mit ein paar Klicks abzurufen. Ja? Und so haben wir sozusagen sowohl top-down als auch bottom-up, wenn man es topografisch betrachtet, eine Verzahnung der unterschiedlichen Ebenen. Und das ist schon so nicht schlecht, sage ich einmal. Ja? Gut, das bringt uns in aller Kürze, weil es geht mir um pointierte Inspiration, da gibt es natürlich viel, viel mehr zu sagen. Einige kennen das aber und auf die Gefahr, diejenigen zu langweilen, komme ich zu einem weiteren Thema, nämlich meinem zweiten, das da heißt Verbesserungskultur statt Veränderungsmüdigkeit. Und da haben wir auch eine Frage. Markus, wenn du so nett bist, die Frage 3, ja, die da lautet, wie, so Hand aufs Herz, ja, wie gut, so, sehen wir das? Sehen das alle? Ich habe es weitergegeben. Gut, ja. Kann man unten auf Umfrage klicken. Ja, passt. So, und wir sehen sozusagen, wie eure Einschätzung ist, sozusagen wie erfolgreich die bisherigen, also auf eure Erfahrung aus, die bisherigen Veränderungsprojekte sind. Wenn man so Studien glauben schenken darf, ja, dann liegt es sozusagen irgendwo bei 75%, quasi fast Standard oder ritualisiert immer wieder, wir erreichen die gesetzten Verbesserungsziele hin und her. Und ich behaupte, das hat auch etwas damit zu tun, dass nicht nur das Management, sondern auch das Change Management sozusagen ein Stück Todesgeruch angenommen hat, sprich sich überlebt hat, weil einige der Paradigmen, ähnlich wie beim Managementsystem selber, äußerst fragwürdig sind. Auch da bin ich nicht der Einzige, der das behauptet, sondern viel Inspiration aus den letzten Jahren. Und wenn man die auch wieder versucht, pointiert zusammenzufassen, dann ist das sozusagen traditionelle Change Management sehr stark, nicht ausschließlich, aber doch sehr stark immer wieder mit idealisierten Sollzuständen, also wie sollen denn Prozesse ausschauen und was wollen wir erreichen und so weiter beschäftigt. Sehr stark auch Change aus einer Expertenperspektive, also es gibt Change-Experten oder Expertinnen oder Change-Projektleiterinnen, Leiter, und die entwerfen dann den großen Plan vom Ist zum Soll. Ja. Und dieser Plan wird dann sozusagen in die Organisation gepusht. Ja. Und dann reden wir noch ein bisschen rhetorisch verbrennt, alle ins Boot holen und so weiter. Aber tatsächlich ist die Idee, das generalstabsmäßig nach Plan umzusetzen. Ja. Und Lernen ist im traditionellen Change-Paradigma, und das ist eben noch nicht wirklich tot, ähnlich wie das Management, klassische Management-System. Aber Lernen ist sozusagen was man, man könnte fast sagen, ironischerweise postmortem primär sozusagen stattfinden lässt. Ja? Und da habe ich eine andere Idee, und die möchte ich euch auch wiederum in aller Kürze vorstellen, nämlich wenn wir in Richtung unternehmerische Kultur, unternehmerische Agilität gehen wollen, dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, wenn wir dabei auch agil vorgehen. Und es passiert nicht selten, dass ich sozusagen ausgefuchste Roadmaps von wem auch immer vorgelegt bekomme und dann Feedback geben soll, ja, oder irgendwo eingeschneit wird, weil eine
agile Transformation ins Stocken gekommen ist, was auch immer der Punkt. Ich habe da eine andere Idee, weil für mich ist agiles Vorgehen, dass wir klar haben, dass wir hier Fast Feedback Loops, also ständige Rückkopplungsschleifen brauchen, ja, damit sozusagen das erfolgreich sein kann. Aber nicht nur das, sondern wir könnten auch auf die Idee kommen, dass agil Vorgehen heißt, nicht den großen Plan zu haben, von hier nach da, sondern iterativ vorzugehen. Ja, und eine naheliegende Iteration, die, mit der man beginnt, ist, dass man sich überhaupt mal verständigt, was wollen wir denn verbessern? Also nicht nur verändern, sondern verbessern. Wozu ist das wichtig? Wer macht das? Und wie, apropos agiles Vorgehen, wie wollen wir dabei tun? Ja, und da helfen uns ein paar Kernaktivitäten, die kennen wir natürlich alle. Aber der Fokus liegt darauf, dass wir uns stärker mit der Ist-Situation beschäftigen, dass das Hand in Hand geht mit, was ist denn unser Verbesserungsfokus? Welches Business-Problem wollen wir adressieren, idealerweise lösen? Womit wollen wir vorankommen? Wer tut das? Da ist so die gute alte Idee von John Kotter, das ist Guiding Coalition, ja, um so einen Kern von Leuten zu haben, die sich mal das überlegen, ohne dass sie hier wieder ins Pushen kommen, wie ihr gleich sehen werdet, weil das Entscheidende ist, dass wir durchgängig, ähnlich wie wir sagen, agiles Vorgehen sollte die Baseline sein. Wir brauchen durchgängig die Förderung von Engagement. Das heißt, wir müssen Formate einsetzen, die andere Leute beteiligen und das nicht erst dabei, dass sie die Lösung umsetzen, schön brav. Ja. Wie können wir das tun? Naja, das Erste ist eine Serie, kennen wir alle, wir müssen klären. Das ist für interne und externe Beraterinnen und Berater unterschiedlich, wissen wir. Aber wenn wir geklärt haben, ja, dann könnte man einerseits sagen, und da könnte man sagen, ist das nicht das Gleiche mit idealisierten Sollzustand? Nein, hier meine ich eine Leitlinie, ein Fokus, wo man sagt, das wollen wir am Ende erreicht haben. Und nicht, wie schaut der Zustand dann aus, weil das wissen wir noch nicht, sondern wir wollen daran messen, also wir wollen uns an diesen, zum Beispiel Time to Market verkürzen, an dem wollen wir uns messen. Wie auch immer wir die Organisation dafür gestalten müssen, das ist offen, das Ziel sollte verbindlich sein. Und wir brauchen aber Guiding Coalition, jemand, der sich um das bekümmert, andererseits jemand, der das sponsert oder hostet, ja, auch die Ressourcen zur Verfügung stellt, aber wirklich auch den Business Case ownt und aktiv ist und nicht dann die Veränderung quasi verabschiedet in Richtung Change-Experten. Ja, und wir brauchen aber trotzdem noch Expertise. Und mit dem Change-Team meinen wir aber Leute, die aus dem Business selber kommen, aus verschiedenen Bereichen, idealerweise so ist komplex genug, ist das Vorhaben. Eine großfunktionale, hierarchieübergreifende, kleine, schlagkräftige Truppe, die mal alles, also die Verantwortung übernimmt für das Wie des Prozesses. Ja, während der Sponsor das Wozu hütet, wie genau wollen wir vorgehen. Und rundherum gibt es natürlich jede Menge Agents und Stakeholders, die wir hier versorgen müssen, einerseits mit Information und andererseits tatsächlich auch mit Beteiligung. Wie geht das, ja, wenn wir jetzt beim Beispiel Flight Levels bleiben? Was könnte eine nächste Iteration sein, auf die sich Sponsor und Change Team verständigen? Ja, wir könnten diese Stakeholder oder potenziellen Change Agents einladen, uns Feedback zu den Flight Levels zu geben. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir positives Feedback bekommen. Ja, das fällt nicht einfach vom Himmel. Da müssen wir was tun. Wir sparren mit Sponsor und Change Team. Zum Thema Sparren sage ich dann abschließend noch kurz was. Wir brauchen jede Menge Kommunikation, informell, aber auch in Regelmeetings. Der Sponsor muss aktiv sein, wir müssen die Leute gut einladen, weil am Ende des Tages wird es kein positives Feedback geben, wenn wir den Leuten nicht sagen, also nicht Gelegenheit geben, selber zu sagen, was ist aus eurer Sicht eigentlich das Problem? Ne? Also wo stehen wir gerade, apropos Ist-Situation, wir gehen quasi noch ein bisschen zum Start zurück. Ja? Wo würdet ihr den größten Hebel sehen? Was ist euer Verbesserungsfokus? Und ja, wie geht es euch mit der Lösungsidee Flight Levels? Die darf ich ja auch vorstellen, ich darf sie testen. Das Entscheidende ist, das Mapping der Leute, bringen die zusammen, was ihre eigenen, die von ihnen identifizierten Herausforderungen, die Probleme sind und was Flight Levels beispielhaft, könnte ja auch was anderes sein, an Lösungsansätzen bietet. Ja? Und das zusammenzubringen und daraus sozusagen sich einen Kopf zu machen, wie gut sozusagen das aus der Sicht vieler Beteiligter, und wir reden hier wirklich über auch eine Großgruppenveranstaltung, wo man, apropos Inviting Leadership, viele Leute beteiligen kann, aber eben schon an der Problemfindung und nicht schon am fertigen Lösungskonzept. Das Lösungskonzept ist noch nicht fertig. Erst wenn wir den Ansatz geprüft haben, können wir weitergehen und wir können hier auch mutmaßen,
dass das nicht immer positiv ist und wir was anders tun müssen, aber gesetzt den Fall, um es jetzt einfach zu machen. Die Leute sind überzeugt davon, dass das hilft, die aktuellen Herausforderungen zu adressieren. Dann könnte man sagen, okay, und jetzt bauen wir uns eine maßgeschneiderte Lösung. Auch das machen nicht ausgewählte Experten alleine, sondern also das Change-Team oder der Sponsor, der das schnell aufmalt und dann sozusagen vorgibt, sondern da werden unterschiedliche Leute beteiligt. Wie auch immer das dann ausschaut, entscheidend ist, dass wir dann in eine Phase kommen, wo wir tatsächlich ein Flight-Level-System, wie ihr es vorher gesehen habt, gestalten. Ja, und das habt ihr vielleicht erahnt, oder viele wissen es, kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ja. Entscheidend ist sozusagen, dass wir uns hier bewusst noch einmal dem Feedback von vielen Leuten aussetzen. Das heißt, wir nennen das dann Resonanzgruppe oder Sounding Board, wo wir Leute einladen, sozusagen diesen Entwurf, so sehen wir es, auf Herz und Nieren zu prüfen und uns so wissen zu lassen, dass wir das Gefühl haben, dass das flugfähig ist, ja, um in der Metapher zu bleiben. So, dass der Fall ist und keine Showstopper drin ist, dürfen wir natürlich dann tatsächlich auch dorthin, wo wir von Anfang an hinwollen, nämlich messbare Verbesserungen im Sinne des Nordsterns. Dazu nehmen wir dann andere Aktivitäten, wenn wir loslegen, also den Takeoff machen, indem wir regelmäßige agile Interaktionen etablieren, also Stand-ups, Retros, indem wir Messpunkte festlegen und indem wir, apropos Fast-Feedback-Loops, tatsächlich auch immer wieder prüfen und danach trachten, uns kontinuierlich zu verbessern. Und dann haben wir es schon fast, meine Idee von, wie könnte agile Verbesserungskultur ausschauen, weil in der Folge kann ich natürlich auf die Idee kommen, den Change-Prozess zu prüfen, das auszuwerten, also nicht nur sozusagen innerhalb des Changes, sondern von einer Metaperspektive. Ich könnte auf die Idee kommen, dass das vielleicht für ein paar mehr Organisationsbereiche interessant ist, ich könnte Skalierung vorbereiten, was auch immer. Ja. Alles möglich. Und damit bin ich schon fast fertig, weil jetzt fehlt uns noch die Frage, was machen wir mit nicht nur den Management-Systemen, sondern was machen wir auch mit den Managerinnen und Managern. Und da möchte ich abschließend, bevor wir in die Diskussion einsteigen, nur eine Kleinigkeit noch loswerden, nämlich mein Sinnbild für die Unterstützung, also die personenorientierte Unterstützung. Ja, noch gibt es genügend, gerade in großen Organisationen genügend, durchaus auch traditionsbewusste Managerinnen und Manager. Wie können wir die jetzt in ihrer Agilisierung unterstützen? Da habe ich die Kernantwort, wir müssen ihnen Insight geben. Also wir heißt jetzt alle, die in Richtung Coaching, es könnten aber auch Mentoren sein, was auch immer, alle, die Sinn haben, hier agiles Management weiterzubringen und eben auch die Managerinnen und Manager selber. Und dafür vier Ansatzpunkte abschließend. Was meine ich mit Sparring-Partnerschaft? Schaut ein bisschen martialisch aus, tatsächlich geschützter Rahmen für einen offenen Schlagabtausch. Also man tut sich sozusagen nicht weh oder will sich sozusagen auslocken. Es geht darum, wirklich alle Aspekte, die im Rahmen von agilem Management in Organisationen interessant sind, hier zuzulassen, ja, und sich dabei auch nicht nur auf kluges Fragen zurückzuziehen, sondern seinerseits auch zu sagen, hier, da habe ich Lösungsideen, man könnte dieses Experiment starten und so weiter, ohne jetzt sozusagen in eine diktatorische Expertenrolle zu gehen, aber zu sagen, all in, ja, da dürfen fachliche, prozessuale, persönliche Fragen, alles hat da Platz und wir begegnen einander auf Augenhöhe, niemand ist klüger als der andere. Traditionelles Coaching hat ja manchmal so ein bisschen eine Schieflage. Ja, da gibt es einen hilfsbedürftigen Coachee und einen wissenden oder vermeintlich wissenden Coach. Das ein bisschen auszugleichen, obwohl wir natürlich viel Coaching-Techniken einsetzen können, weil wir, was wir tun wollen, ist sowas wie einen agilen Tanz. Also es gibt nicht eine Führungsagentur, sage ich mal, oder sozusagen eine Führungsperson, ja, die sozusagen das Gesamte gestaltet, sondern es ist ein Wechselspiel. Ja. Und so kenne ich es auch aus meiner Praxis. Und die Idee von diesem Sparring aus meiner Sicht ist, dass man sie wechselseitig verbessert und quasi nicht nur einseitig vorankommt. Ja. So, und jetzt bleibt mir dann nur mehr eines zu sagen. Wir haben noch ein bisschen länger gebraucht als geplant. Wir haben trotzdem noch ein wenig Zeit. Vielen Dank an euch für die Aufmerksamkeit und ja, bitte lasst uns wissen, apropos Resonanz, was ist angekommen? Was hat das ausgelöst? Welche Fragen gibt's? Ich nehme an, wir
werden das Chat dafür nutzen. Und ich freue mich jetzt, ich weiß nicht wen, ja, aber ich kriege jetzt zwei Sparring. Wie wurde technisch perfekt gearbeitet? Da haben wir gleich mal wieder alle abgedreht. Du kriegst Sparring-Partner. Das warte ich auch noch, wer die sind. Da sind wir schon zwei. Und der Christoph. Also. Mhm. Sehr schön. Na, dann kommt's mal. Bringt's uns on stage. Ja, den ersten habe ich, den zweiten auch. Gut. So. Sieg, also, gleich mal was, bis die Fragen kommen, vielleicht eine Frage von meiner Seite. Was ich halt oft sehe beim agilen, also beim Managern, ist so in die Richtung, das Sprichwort so, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, so ein bisschen. Also, wer mal agil, aber ich nicht, ja, so in die Richtung. Ja. Mhm. Wie siehst du das? Wie würdest du bei so einer Person oder einer Personengruppe, die so agiert, das Ganze starten oder angehen? Naja, also das ist jetzt schwer, allgemeine Antwort zu geben. Ja. Womit ich gute Erfahrungen habe, apropos Sparring ist, also Sparring findet, braucht nicht immer den Namen, findet auch dort statt, wo man informell aufeinander zugeht. Also ich bin jemand, der sehr kontaktorientiert ist, ob ich da jetzt ein offizielles Mandat, also logischerweise wäre ein Mandat, aber braucht keinen offiziellen Sparring-Auftrag, um mal in eine Auseinandersetzung zu gehen. Und natürlich geht es darum zu verstehen, wie ist, was die Person bewegt. Ja, und manchmal ist das gar nicht so schwierig, die Beweggründe herauszufinden, warum jemand sehr reserviert, so wie du das beschreibst, agiert. Also warum es nicht das oder vielleicht nur ein rhetorisches Engagement gibt und die Person sich eben nicht als aktiver Sponsor einbringt. Aber manchmal fehlt es auch am Wissen sozusagen, wie sowas ausschauen könnte. Und das ist auch ein Ansatzpunkt, ein bisschen mehr davon zu erzählen, was Sponsorship heißt. Ja, was das bedeutet und was auch welchen Unterschied das macht. Ja, und das wäre zumindest ein Versuchsballon, ein Experiment, um mit so Personen, also ich würde mal jedenfalls im Einzelkontakt anfangen, um so Personen mal in eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung zu locken. Ja, weil wenn sie das gar nicht wollen, hast du eh keine Chance. Aber zumindest ist ein Versuch wert. Adressiert das deine Frage einigermaßen? Mhm. Danke. Ja, gern. Ja, was war es bei euch für Resonanzen? Was beschäftigt euch jetzt im Nachgang, nachdem ihr mir gelauscht habt? Und Frage geht natürlich an alle. Also, wo ist das Chat? Ja, also wir haben Fragen aus dem Publikum. Und zwar ja, bei der Frage, wo du die Slide hergestellt hast, herzeigt hast mit diesen drei Firmengrößen, ja, den kleinen, mittleren, großen. Da war die Frage von der Verzeihung. Ja. Was ist ein agiler Pionier in diesem Kontext? Wie bist du auf diese Firmen gekommen? Was haben die gemacht? Ja. Puh, da muss ich mir jetzt kurz halten. Also wie ich drauf gekommen bin, ich habe einfach herumgefragt, recherchiert. In der Community gibt es ja seit langem Firmen, die gehandelt werden, wenn man die Literatur schaut. Das heißt jetzt Frederic Laloux, oder andere, die einfach vor mir schon Firmen untersucht haben. Und so habe ich mich von einem ins andere getankt. Und was schon interessant war, gerade jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, wo mein Hauptschwerpunkt lag, dass die Leute sich untereinander, also Manager, agile Manager, Managerinnen sich untereinander kennen, ja, und mich dann auch vielfach weiterempfohlen haben. Mag auch der Grund ein bisschen sein, warum ich dann stark in der KMU-Szene unterwegs war. Aber so jetzt auf unternehmensweiter Ebene war es für mich eher schwierig, wirklich legitime Beispiele, also Beispiele zu finden, wo ich sage, okay, das würde ich unter agiles Pionierunternehmen einordnen und eben nicht nur quasi, wir haben einen Bereich, irgendwo wieder unser gallisches Dorf, wo wir vornehmlich agile Teams machen, sondern wirklich unternehmensweit anders zu arbeiten. Ja, und so habe ich mich dann von einem ins andere vorgetankt und mittlerweile gibt es um einiges mehr. Ich denke, dass die Verteilung aber in Richtung, wie viel kleine und mittlere, wie viel mittelgroße und wie viel ganz große, dass das ungefähr gleich geblieben ist. Also dass viel, viel mehr kleinere, die auch oft aus einer Startup-Szene kommen,
so Agilität auf Unternehmensebene für sich beanspruchen oder leben, nicht nur beanspruchen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, sonst bitte nachfassen. Mhm. Ja, danke. Ja. Sorry, darf ich kurz einhaken? Ja. Bitte. Danke, Philipp, dass du meine Frage vorgelesen hast. Go ist einfach mein Name, das ist die Abkürzung von Orsoya Yulai. Danke dir. Siegfried, heißt das, dass du mit diesen Firmen dann zusammengearbeitet hast, also mit allen Firmen? Okay. Nein, ich habe nicht mit allen im Sinne des Auftrags, aber ich habe mit allen Gespräche geführt. Also teilweise kannte ich die, weil ich die für gearbeitet habe oder immer noch gearbeitet habe, das ist schon ein paar Jährchen her. Und dann habe ich Interviews geführt, die Unternehmen besucht, also wenn du so willst, klassische Forschungsarbeit betrieben, habe mit unterschiedlichen, also nicht jetzt mit Top-Management, sondern unterschiedlichen Leuten aus dem Unternehmen gesprochen und mir daraus ein Bild gemacht. Ja. Okay. Antwort ist deine Frage? Ja, ich habe deswegen gefragt, weil mir ist aufgekommen, dass ich die meisten Firmen, die agil arbeiten, wissen nicht, dass es agil ist. Und deswegen habe ich nachgefragt, also woher weißt du, dass diese Firmen agil Pionier sind? Weil sie wissen das wahrscheinlich auch selber nicht, dass sie agil arbeiten. Sie nennen das nicht immer agil. Sie nennen es oft selbstorganisiert, so heißt auch das Buch, selbstorganisierte Unternehmen. Und manchmal sagen sie auch, es ist flexibel, es ist schlank. Also es sind ganz viele Dinge, aber mir ging es jetzt nicht darum, ob sie das sauber in der für mich richtigen Terminologie erfassen, sondern was sie konkret tun und was anders ist als bei anderen Unternehmen. Ja. Genau. Und dieser Zugang mit systemischem Denken, dass die Entscheidungsautorität verteilen, also so ein paar Marker, die waren sehr ähnlich nämlich interessanterweise über ganz unterschiedliche Unternehmen hinweg. Ja. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, dass man das quasi clustern und in einem Buch beschreiben kann. Okay, super. Danke dir. Ja, Dankeschön für die Frage. Die Petra Strobel hat gefragt, gibt es bereits ein Framework für organisatorische Agilität, zum Beispiel agiles Change Management? Naja, Framework, das ist so eine Sache. Frameworks gibt es genug. Also ich sage nur, jetzt für alle, die aus der IT kommen, das ist ein Scaled Agile Framework, ist so eines der klassischen Beispiele. Womit ich da kämpfe, ist, wenn das ein fertiges Framework ist, habe ich oft den Eindruck, die Lösung steht schon fest, bevor wir uns über das Problem verständigt haben. Und die Leute versuchen dann sozusagen, ihre Probleme da anlegen, in das Lösungsmodell hineinzubringen. Ich bin ein Vertreter, in dem Sinne habe ich kein Framework vorgestellt, sondern ein Approach, wenn man so möchte, oder ein Modell, wie man rangehen kann. Vielleicht konnte ich es jetzt auch nicht vermitteln in aller Kürze, aber meine Philosophie ist, dass wir das Maß schneidern und sowas wie eine co-kreative Lösung schaffen und die ist dann, auch wenn wir Flight Levels implementieren, in jeder Organisation ein Stück weit oder teilweise sogar sehr stark anders. Warum? Naja, weil das Business anders ist, ja, und die Abläufe anders sind. Ja, und das ist eben nicht nur für IT-Seite, sondern das ist eben unternehmensübergreifend. Also speziell, wenn wir von Abhängigkeiten sprechen, also denkt es an Marketing, denkt es an Unternehmenskommunikation, natürlich Management selber, im Wechselspiel Fachbereiche, Wechselspiel mit IT. Also geht es um All-In. Und wie man das gestaltet, das ist schon ein bisschen ein größeres Manöver. Ich bin angetan, weil Flight Levels helfen als Denk- und Gestaltungsmodell, sind aber, lange Rede, kurzer Sinn, kein fixes Framework. Wenn man sagt, das musst du tun, sonst brennst du in der agilen Hölle quasi. Bringt mich zu einer weiteren spannenden Frage, und zwar vom Gottfried Singh. Wie siehst du die Einbindung von externen Mitarbeitern? Weil oft werden die internen, unter Anführungszeichen, transformiert, aber die externen, ja, Freelancer, werden halt ignoriert. Ja? Ich sehe das so, dass wenn ich am Anfang sage, da gibt es Sponsor und Change Team, also suche ich quasi jetzt mal immer eingedenkt, aber der externe Perspektive als externer dazugeholt, für interne vielleicht ein Stück anders. Aber die Idee ist, dass man eben nicht nur so Kerngruppe, vor allem einen klaren Sponsor, der eben aktiv ist und nicht so, wie vorher gefragt wurde, was Andi gefragt hat, so, wie hast du gesagt, wasch mich oder wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wie auch immer. Ja. Sondern sich wirklich aktiv sagt, das ist mein Ding, ja, das vorantreibt. Und dann sollten wir auch drauf schauen, was für Stakeholder haben wir. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass Stakeholder auch heißen könnten, dass wir eine starke externe Mitarbeiterinnengruppe haben, die wir nicht ungestraft weglassen sollten.
Und eine Variante, das zu tun, was wir schon oft gemacht haben, ist, sie ebenso mit Informationen zu versorgen, beziehungsweise ebenso zu befragen, wenn wir zum Beispiel so einen Einführungs-Flat-Layers-Workshop machen, wo wir immer starten mit dem, wie seht ihr denn die aktuelle Situation? Vor allem in einer Großgruppe ist das alles andere ja eh schon Wissen. Und da ist manchmal besonders spannend, auch die externe Perspektive zu kriegen. Also von Leuten, die ja teilweise, keine Ahnung, was Gottfried genau meint, aber wenn ich jetzt unterstellen darf, die teilweise auch schon lange in der Organisation arbeiten. Ja, das heißt, auch wirklich was sehen und was relevant ist. Ja. Und die meiner Meinung nach auch zum Beispiel dann in einer Resonanzgruppe ihr Feedback geben sollten, aber in jedem Fall in dem Informationsloop gehalten und nicht ihrerseits dann wieder, also machen wir das selber in grün und dann sagen, okay, wir Internen haben jetzt die Lösung ausgepackt und ihr Externen bitte implementiert das jetzt. Ihr werdet zwar nicht beteiligt und nicht gefragt, aber jetzt bitte hopp. Ja, und das glaube ich, muss man verhindern, das muss man halt sich anschauen pro Organisation, wie groß ist diese Gruppe, wie wichtig ist es, die da einzubeziehen. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall dafür, die auch im Stakeholder-Radar auftauchen zu lassen. Ja. Vielleicht, wenn ich da noch was dazugeben darf, ich sehe das genauso, also wenn externe Teil sind ja Teil des Unternehmens, die teilweise eine wichtige Säule, die machen irgendwas, ja. Wenn man die nicht mitnimmt, dann ja, vergisst man schon einen Teil, der vom Change betroffen ist und das wäre aus meiner Sicht fatal. Also da, glaube ich, spart man einfach am falschen Fleck, ja. Aber hängt natürlich immer von der Situation ab, sind das einzelne kleine Gruppen, wie stark sind die integriert und so weiter, wie lang sind die vielleicht im Unternehmen, das ist nur kurzfristig oder was auch immer, aber ich glaube, Gottfried, wenn ich weiß, worauf deine Frage abzielt, da geht es wahrscheinlich eher um die langfristigen Leute und die muss man definitiv mitnehmen. Und vor allem sollten da natürlich auch die gleichen Erwartungshaltungen an diese Personen gerichtet werden, als wie wenn die internen Mitarbeiter wären, sprich Knowledge Transfer und andere Aspekte, exakt, die halt mit diesem ganzen Change-Vorhaben mit einhergehen. Und das sollte halt irgendwie auch vielleicht im Vertrag, wo die Zusammenarbeit geregelt wird, auch Teil sein. Ja, also ich versuche in dieser ersten Phase, und es geht ja nicht nur bei Flat Levels so, der expliziten Vereinbarungen, weil jetzt schaut man sich ja auch Stakeholder an und die darf man nicht ungestraft weglassen, so möglichst alle Gruppen auftauchen zu lassen und dann auch zu gewichten sozusagen, weil ständig alle zu beteiligen ist halt sehr kostspielig und aufwendig. Die Leute haben auch was zu tun, aber Sie zu ignorieren, finde ich den falschen Ansatz. Also es rächt sich später. Und je früher wir Beteiligung ermöglichen und Engagement, nämlich ehrliches und nicht, ihr dürft sozusagen mit der fertigen Lösung auseinandersetzen, umso besser, ist meine Erfahrung. Also ich finde, der Michael hat gerade einen Kommentar geschrieben, dass es, glaube ich, recht gut abrundet. Sind nicht auch externe Mitarbeiter, sobald sie längerfristig im Unternehmen und im Team sind, quasi Teil des Teams und sollten de facto, er hat sogar geschrieben, müssen de facto mit ins Boot genommen werden? Fragezeichen, ja. Smiley. Ja. Das Smiley deutet darauf hin, dass das auch eine bisschen rhetorische Frage ist oder wie sie beantwortet haben. Ja, definitiv, ja. Absolut. Mit und ohne Smiley. Genau. Ich würde dann noch aus zeitlichen Gründen zwei Fragen zusammenfassen, die meiner Meinung nach ähnlich abzielen. Und zwar, Jürgen Neuhuber fragt, muss denn die ganze Organisation agil sein? Reicht nicht ein Inselbetrieb mit Backing des Managements? Und Harris hat dazu geschrieben, in welchem Verhältnis quasi brauche ich traditionell arbeitende Mitarbeiter beziehungsweise agil denkende Mitarbeiter? Ja? Vielleicht kannst du das verbinden. Ja. Ja, ersteres müssen tut man gar nichts, wird man immer gesagt, müssen tut man nur sterben. Na, also ja, wenn das funktional ist für die Organisation, dann lasst man es bei den Inseln. Niemand sagt, das ganze Unternehmen muss agil werden. Oft sehe ich aber, dass man es bei den Inseln lässt und aber mehr Koordination und mehr Vernetzung oder Interaktion bräuchte. Das dazu. Und die zweite Frage, was war das nochmal? Welches Verhältnis zwischen traditionell und agil denkenden Mitarbeitern? Selber ist in grün, also da gibt es jetzt kein Ratio, die ich sage, das ist ideal. Ich denke, dass es in manchen Bereichen durchaus legitim und auch effizient ist, nicht agil zu arbeiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, also ich arbeite ja unter anderem für die Bahn, dass da alle Unternehmensbereiche agil unterwegs sind, dann möchte man nicht in einen Zug einsteigen oder in einen Bus. Also Punkt ist, man sollte sich genauer anschauen, wo ist das geeignet, ja, und was braucht es dann aber auch an Koordination zwischen
agil und nicht agil. Also das ist für mich eine wesentlich größere Herausforderung, als wie viel sind es wo. Ja? Und wir dürfen auch miteinander lernen. Und nochmal, wenn das effizient ist für das, was den Kundinnen und Kunden am Ende des Tages geliefert wird, dann darf man arbeiten, wie man möchte. Das ist ja das Schöne bei den Flight Levels, die sind agnostisch. Also es geht um Koordination und um Verzahnung, nicht darum, dass man alle auf agil einschwört. Also das, glaube ich, darf man offen lassen, das Verhältnis. Was ich da noch gerne anmerken würde, ist die Frage, ist die Wahl der Methodik. Also arbeitet man jetzt nach Scrum oder Kanban oder anderen agilen Methoden und nach welchem Werteset, Mindset agiert die Unternehmung? Weil ich glaube, auf dem Werteset sollte wahrscheinlich der Großteil bis das ganze Unternehmen irgendwann im Zuge der Reise auf agil gebracht werden. Ob sie dann mit klassischen oder traditionellen Tools arbeiten, ist wieder die zweite Fragestellung. Ja. Ja. Gut. Es ist jetzt bereits 14.16 Uhr. Sigi, möchtest du noch abschließend irgendwas sagen? Einfach danke für die Aufmerksamkeit und die Auseinandersetzung. Ich glaube, das ist der beste Abschluss. Ja, wir freuen uns auf die weitere Konferenz. Alles gut. Super.